Hallo Freunde des YouTube Sports, grüß euch. Ja, mit Weihnachtsmütze. Merry Christmas übrigens an euch alle da draußen. Ja, wünsche euch frohe Weihnachten. Kleines Weihnachts-Unboxing. Und zwar hat mir meine liebe Schwester was zugeschickt. Ah, grüß dich, alles klar. Und steht jetzt hier. Und wir waren uns so ein bisschen am, ich sag jetzt mal, einfach streiten, weil wir uns nicht sicher waren, wie das Unboxing jetzt laufen soll. Ob jetzt per Videochat, per WhatsApp oder so ein Scheiß. Oder ich sag, nein, ich mache ein ganz normales Unboxing, weil beides auf einmal irgendwie klappt halt nicht und dann hätte ich dann auch keinen Bock drauf. Ja. So, dieses nette Paket mit zwei Weihnachtsstickern versehen, werde ich jetzt mal aufschneiden. So, ja. Haben wir es jetzt aufgeschnitten. Ah, also ich habe eine Weihnachtsfeier bei uns auf der Arbeit mitgemacht. Das nannte sich Schrottwichteln. Das kann man sich so drunter vorstellen. Schrottwichteln, die Klamotten waren mit Zeitungspapier eingepackt. Also ja, Schwesterherz, ne? Nee. Virus. Oh Gott, oh Güte Gott. Na komm, dann wünsche ich mal da hinten rüber. Ich weiß gar nicht, wo ich anpacken soll. Komm, red ich mal. Virus. Also, das ist was für... Okay. Das ist was für meinen YouTube-Kanal oder für mein... Scheiße. Draußen schneit's. Echt jetzt? Für meinen Twitch-Kanal. So, jetzt habe ich aber deutsche Sprache. Schwere Sprache. Das lege ich mal dahin. Oh, das ist was Privates. Das geht direkt an mir. Kann auch sein, dass da was von meinem Bruder, von meiner Mutter und ihrem Mann dabei ist. Aber ich denke, keine Ahnung, mal gucken. Das ist ja interessant. Oh, Spritzgebäck. Oh, I love it. Eine ganze Tüte voll. Ich liebe das Zeug. Man glaubt nicht von Oma, nee. Perzborn. Oh, geil. Spritzgebäck. Yes. Also jedes Jahr, wenn wir jetzt Weihnachten hatten, habe ich von meiner Familie oder von den da anliegenden Verwandten Spritzgebäck gekriegt. Immer. Das ist Tradition bei uns. Das ist einfach ein Muss. Das ist absolut entgeil. Absolut entgeil. Ich weiß nicht, warum überall Virus draufsteht. Oh, die hat sich Mühe gegeben mit Geschenkpapier. What the fuck? Und da steht schon wieder Virus drauf. okay, ich mache mir jetzt so langsam Gedanken, ob das was für mein YouTube-Kanal ist, ob das für mein Twitch-Kanal ist oder ob das jetzt irgendwie so was ist. Das steht schon wieder. Guck mal, Leute. Also, ich heiße jetzt nicht mehr im Real-Namen Christian, ich heiße nur noch Virus. Oh, da ist ja noch was. What? Ey, das ist für Frodo. So, weil ich wieder ist das bestimmt so ein Gelkissen oder so. Ich meine, sowas, so diese Essenspackung, diese kleinen. Und Frodo, oh, wie nett, wie schön. Diese Aufkleber. Ach nee, der hat mit. Ah! Schön mit so Papier, Frodo-Name drauf, Tatze drauf. Oh ja, hast ein bisschen Mühe gegeben, finde ich ja geil. Das, und guck mal, die Verpackung passt zum Tisch, ey. Woher wusstest du das? Ist ja fett, ey. Geil. Da ist ja noch was drin. Oh. Was Flauschiges. Ich weiß nicht, ob Frodo damit spielt, Schwesterchen. Aber mal schauen. So. Der Karton jetzt mal wegpacken. Ja, auspacken. Okay, fange mit Frodo. Mal gucken, was wir haben. Ja, ausgepackt. Da ich leider keinen Kameramann habe, muss ich das dann halt immer so cutten. Aber ich denke mal, das geht auch. Das sieht aus wie Felix. Mal wenig Werbung für Felix. As good as it looks. Ja, so gut wie es aussieht. Aha. Und was ist mit Lamm? Ja, Lamm, da steht auf. Ja, boah, ich habe doch so einige andere Sachen, aber ja. Hühnchen-Thunfisch-Sticks aus frischen Hühnchen. Aha. Das werde ich wohl dann mal ausprobieren im Laufe des Tages. Der wird sich bestimmt freuen. Ja, ich habe gut vorgesorgt für Frodo. Also der hat zu Weihnachten auf jeden Fall genug zu essen, was er sich da richtig gönnen kann. So, wie geht's jetzt weiter? Was packe ich als nächstes aus? Das hier oder das? Komm, ich mach das Kleine
ist so das Beste oder das Große. Das ist eigentlich so, keine Ahnung, das macht man immer als Letztes. Das ist so ganz doof. Deswegen tausche ich das jetzt. Genau, ich tausche das jetzt. Ich einfach mal querdenken. So, wie geht das am besten auf? Jetzt wird wahrscheinlich meine Schwester sagen, nein, jetzt wissen wir das doch, das Kleine erst aufgemacht. Ja, mal gucken. Was ist denn das? Oh, Güte Gott. Oh je. Was? Okay, ich weiß es schon mal, von wo es wegkommt. Oh, da ist ein Bällchen weggeflogen. Komm mal her. So, hier. Ho, 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 ho. Überall ho, 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 ho. Manieren erfordern Einfühlungsvermögen. Was das hat, hat auch Manieren. Das ist es dann egal, welches Besteck er nimmt. Es sei denn, du hast diese. Was? Ach, herrje. Echt jetzt? Oh Mann. Wie komme ich denn zu sowas? 16-teiliges Besteck, da oben steht's. Viermal Messer, viermal Gabel, viermal Esslöffel, viermal Teelöffel. Ja, also da kann ich dann noch einfach mal recht herzlichen Dank dazu sagen für das Besteck. Ja. Ich weiß nicht, wo du den... Ich glaube, das hast du selber gemacht, so wie das aussieht hier, diesen schwarzen Zettel. Kann das sein? Würde ich mal sagen. Sieht schwer danach aus. Vielen, vielen Dank für das Besteck. Danke sehr. Toll. Super. Dankeschön. Cool. Ich habe Besteck gekriegt. Joa. So, und jetzt nehmen wir das Kleine uns vor. Diese Scharfstelle vom Handy, ich schwöre. So. Jetzt kommen wir zu dem kleinen Päckchen. Nach dem Besteck, was kommt als nächstes? Ich weiß es nicht, aber lasst mich mal beraten. Ich hoffe, das hört gleich auf zu schneien. Ich zeige euch das mal. Ja, wo mal Weihnachtsmann am Fenster hängt. Aber seht ihr das, wie es schneit im Hintergrund? Sieht man ein bisschen am Auto, ne? Genau. Und ich muss gleich noch dadurch das Wetter, muss ich noch zu jemandem rüberfahren, wo dann gleich auch noch ein bisschen Bescherung ist, ein bisschen was essen, ein bisschen was trinken. Aber kommen wir mal zurück jetzt hier zum flauschigen Kasten hier, zu diesem... Ja, der sieht irgendwie selbst aus, selbstgemacht aus. Könnte aber auch sein, dass es irgendwie was von... Ist auch egal. Was haben wir drinne? Hä? Echt jetzt? Nee. Ach du Scheiße, ich werde ja welk. Nee. Das glaube ich jetzt nicht. Das ist doch nicht dein Ernst, hör mal. Oh, guck mal. Ja, sogar 20.48 Uhr. Haut zwar nicht ganz hin, aber okay. Nee, ey. Jetzt lass doch mal die Kirche drauf. Guck mal, sogar zwei Anhänger dabei. Das ist wahrscheinlich für die Uhr. Ja, dass man die Pinne austauschen kann. Dann haben wir noch einen Anhänger hier. Wo halte ich denn hin? Ich bin Kameraführung, bin ich jetzt echt null. Mit Kompass. Also wir haben zwei Kompass. Also verlaufen können wir uns definitiv nicht. Das bin ich irgendwie so ein neuer Survival-Martin oder sowas. Survival. Ach, hey. Und mit dicke vier Schnur. Dass man irgendwie, falls man irgendwo ein Problem hat, kann man das verwenden mit einem schwarzen, ne? Das ist jetzt Schlüsselring. Interessant. Hier genau das gleiche, einfach so ein Anhänger, so ein Clip dabei, dass man da irgendwie dann hinterher mal was abschleppen kann oder so. Gar nicht mal so schlecht. Ja, stylisch, rot, schwarz, meine Farben, ist einfach so. Und hier das Lederband für die Uhr. Wir packen jetzt mal die Uhr aus. Und guck mal, die rutscht einfach so raus. Das ist ja mal gut. Was ist denn das? Ach, das war so ein bisschen. Okay, von der Schriftzeichen, der ist das was Japanisches. Was liegt da an den Papieren? Nur die stellen sowas her. Eine Riesenuhr. Water Resistance 3 ATM. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, was 3 ATM heißt. Ich schalte es auch mal scharf, Öhrchen.
Das Handy, stell doch mal scharf. Nee, ich will's nicht. Handy ist lost. Machst du mal, danke. Gut. Sieht sehr stylisch aus. Aber Zifferblatt kann man nicht drehen. Nee, geht nicht. Das geht nicht. Und schwer ist er. Groß und schwer. Aber es ist interessant, wenn ich jetzt das abmache, wie kann ich die beiden Dinger denn verbinden, wenn ich die Uhr jetzt abmachen würde und würde es mit dem Lederband machen, was dann edler aussehen würde. Das ist aber Querformat. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und habe jetzt mal das Armband gewechselt, wie ihr seht. So, da gab es extra Werkzeug mit dabei. Was dann halt, man hat dann halt, um an der Seite zu schieben. Oh, stell doch mal scharf, du Scheiße. Das ist aber ein Pin, da kannst du das zurückschieben. Und hier oben hast du den, ich hasse das, ist zum Scharfstellen ist das Ding einfach da. So, und da kann man da an dem Pin das einfach zurückdrücken und da kann man den Pin einfach entfernen. So, also mit dem Scharfstellen, mit dem Handy ist das nicht doof. So, das lasse ich erstmal drinne, weil ich noch nicht weiß, wie ich das verwenden kann oder sollte. Weil ich sage ja mal, ohne die Uhr kannst du diese und das andere Gegenstück da vorne nicht weiterverwenden. Achso, und diese hat auch noch einen Feueranzünder da in der Mitte. Also Multikulti. Ja, so ist eigentlich eine geile Sache. So, und jetzt mal gucken, ob die jetzt auch passt. Aber cool, mit Licht und so weiter, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und nochmal dann, ja, coole Sache, cool, cool. Voll vergessen, deswegen hauen wir die jetzt noch hinterher. So, jetzt haben wir beides ausgepackt. Da stand dann mein Name drauf und das ist dann vom Virus. Das ist eine selbstgemachte Karte. Sieht geil aus. Gut gemacht, also auf jeden Fall. So, was kommt da jetzt noch zum Oh, ja, cool. Ein Taschengeld von 20 Euro. Ich brauche ja so ein Euro. So, Weihnachten klopft an die Tür. Der Postbote, Rostbote ist auch schon hier. Bringt ein Paket aus weiter Ferne, bleibt mit einem Weihnachtssterne. Es kommt von der Familie, doch darauf reint sich leider nichts vor Weihnachten. Deine Schwester Sonja. Vielen, vielen Dank für die nette gemachte Karte. Das sind zwei verschiedene Blätter mit einer Schnur zusammengebunden und schon hat man irgendwie sowas zum Umklappen. Also eine geile Idee. Eine coole Idee sogar, muss ich sagen. Gefällt mir. Geil. Kommt erstmal ins Regal, ins Wohnzimmer. Ich schwöre. Und dann nochmal vielen, vielen Dank für die 10 Euronis, liebe Schwesterherz. Vielen, vielen Dank für die 10 Euronis. So, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, jetzt geht's weiter. Oh, das ist schön. So, Leute. Frohe Weihnachten wünscht dir Paul, Bonnie, Clyde und Mama. So, ihr wundert euch natürlich, wer Bonnie und Clyde ist. Bonnie und Clyde sind die zwei Katzen. Von meiner Mutter und ja, ihrer Familie da unten. Mit ein paar Stickern dabei, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Weihnachtsgrüße. Schöne Weihnachtsgrüße an euch. 5 zurück. Ja. Damit ich euch jetzt nicht immer auf den Tisch halte, damit ihr auch mal seht. Ding dong, ding dong. So. Danke, Anke. Und ja, in dem Sinne nochmal raus, nachträglich vor Weihnachten. Ich weiß jetzt nicht, wann ich das Video fertig kriege. Wahrscheinlich wird jetzt kurz nach Weihnachten sein, deswegen nachträglich nochmal für euch alles Gute und frohe Weihnachten nachträglich und ja, vielen, vielen Dank für das nette Einpacken und so weiter, fürs Mühe geben oder vielleicht hast du es ja einpacken lassen, wer weiß. Dankeschön und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Unboxing. Macht's gut, euer Virus. Ciao mit V. We'll be right back.